Guten Morgen! Wie ich euch schon einmal gezeigt habe, schlägt die Demografie, also die Altersstruktur meines Kanals, sehr in Richtung der Erwachsenen und der etwas reiferen Menschen aus. Das bedeutet, der Hauptteil meiner Zuschauer sind 30 oder älter. Das ist natürlich einerseits schön, da man da auch auf einem gewissen Lebenserfahrungsniveau reden kann. Andererseits kann man, wenn man wie ich einen gewissen Anspruch hat, die Welt auch wirklich besser zu machen, da nicht so viel formen, wie man das eben kann bei Kindern und bei Jugendlichen. Die sind nur noch mal ein bisschen besser formbar. Allerdings kann ich und ich will ich auch nicht auf YouTube sie diesen oberflächlichen, fanatisch polarisierenden Veganer machen, nur um das junge Volk zu erreichen und entsprechend bei YouTube dann noch erfolgreicher zu sein. Mein Kanal soll wirklich authentisch bleiben, auch wenn das bedeutet eben die ganzen einfach gestrickten Menschen nicht so erreichen zu können, beziehungsweise eben dazu führt, dass ich dass mich eben nur der Teil der Menschen dauerhaft abonniert, der bereits schon etwas reflektiert ist. Mir fehlt auf jeden Fall online sowas wie ein Killerinstinkt, um auch die wenig bewussten und reflektierten Menschen zu erreichen. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu kurz auf YouTube, um zu realisieren, wie das denn besser geht. Aber das ist nur einmal so und da kann ich auch nichts dran ändern. Und die Leute können halt jederzeit vor mir flüchten, indem sie einfach wegklicken oder mich deabonnieren. Aber deshalb habe ich mir jetzt was einfallen lassen. Und zwar Punkt 1. Ich will die jüngeren Menschen erreichen. Und entsprechend um auch noch mehr Einfluss auszuüben und die Menschen eben zu noch mehr Bewusstheit im täglichen Umgang zu bringen. Das ist der Punkt 1. Punkt 2. Sie dürfen nicht flüchten können. da habe ich mir halt schon überlegt, wie ich das dann am besten unter einen Hut bringe. Und mich dazu. Also bei YouTube funktioniert es nicht, das ist klar. Da bleibe ich wie ich bin, das geht nicht anders. Aber ich habe was rausgefunden und zwar. Ich gehe an die Schulen und da quasi direkt an die Quelle der Menschlichkeit. Das bedeutet an die Grundschule. Ich muss natürlich oder musste erstmal gewerblich alles anmelden und klar machen, aber ab nächste Woche geht's dann los. Ich habe mein erstes Engagement in einer zweiten Klasse an einer öffentlichen Grundschule in Leipzig. Die wird nächste Woche dann eben Besuch vom Smoothie Man. erhalten. Und das Lehrplanthema gesunde Ernährung wird für diese Klasse vom Smoothie Man persönlich übernommen. Natürlich rechtlich abgesichert durch das Beiwohnen eines Lehrkörpers. Da lernen die Kinder dann wo welche Inhaltsstoffe enthalten sind und dass man auch mit einer pflanzlichen Ernährung seine Nährstoffe bis auf B12 und D komplett abdecken kann. Ich weiß, bei B12 und D streiten sich die Geister, aber ich muss da in der Schule gesichertes Wissen auf den Tisch legen, da das Lernen an Schulen, insbesondere an öffentlichen Grundschulen, auch mit einer gewissen gesellschaftlichen Konvention, auch mit einer Verantwortung einhergeht. Am Ende der Stunde gibt es dann für die Kinder meinen Mega Smoothie, allerdings ohne Pulver, sondern nur mit frischem Obst und Gemüse. Aber ein Smoothie, wo wirklich alle Vitamine, Mineralstoffe und Aminosäuren enthalten sind. Und die Kinder werden dann natürlich im praktischen Teil der Stunde mit mir zusammen mit Freude das Obst und das Gemüse schneiden und dann werde ich zum Beispiel sagen, was eine reife Banane ist und so weiter. Und dann den Smoothie befüllen, damit eben auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Denn nur mit Freude lernen wir. Und das fühlt sich richtig gut an, diese Entscheidung, da diesen eine ethisch motivierte Entscheidung ist, moralisch. Mir ist natürlich klar, dass die Schulen kaum Geld haben und entsprechend habe ich preislich natürlich recht tief angesetzt, aber mein Wunsch mit einer ethisch einwandfreien Arbeit meinen Lebensunterhalt zu verdienen, der ist einfach größer als der Wunsch irgendwie Hauptsache viel Geld zu verdienen. Das habe ich mein Leben lang gemacht und für mich persönlich herausgefunden, das erfüllt mich nicht. Denn dann ist Arbeitszeit nicht gleich Lebenszeit. Ich habe für mich beschlossen, dass ich jeden Cent, den ich zukünftig ab dem neuen Jahr 2016 verdiene, wirklich zu 100% meine moralischen Ansprüche bedient. Und dabei reicht es nicht aus, nichts Böses zu machen, sondern ich will die Welt verändern. Es geht nicht darum, nirgends moralisch anzuecken, sondern selber Ecken zu generieren. Ich habe schon die letzten Monate viel mit dem Gedanken gespielt, dieses wirklich auch explizit als Ziel zu formulieren, vor allem erstmal für mich, aber mich dann immer noch davor gescheut,
diese 100% Regelung wirklich umzusetzen, weil es bedeutet natürlich, dass ich mich bewusst von einfachen, gut bezahlten Arbeiten hin zu schwierigen, schlecht bezahlten Arbeiten orientieren werde und dadurch natürlich auch weniger Zeit haben werde, Geld auszugeben und die Freuden des unbewussten Lebens, die ich ja nach wie vor auch in mein Leben integriere, auszuleben. Ne? Bin auch noch nicht der Mönch, der in den Bergen wohnt. Aber ich spüre, dass dies richtig ist und ich freue mich auf die Herausforderungen, die auch damit einhergehen. Dass das Leben, das hat schon fast begonnen anspruchslos zu werden, seit ich viel Geld verdient habe. Wirklich zu 100% mit ethisch motivierter Arbeit und seinem Idealismus Geld zu verdienen. Und wenn das nicht gut geht, dann nicht zurückzuwechseln auf schnelles Geld und eine Arbeit, die eben nicht zu 100% meiner Moral entspricht. Das ist für mich richtig fettes Brett. Und richtig fettes Brett, also diese Herausforderung, das kickt mich. Und besonders kickt es mich, das auch öffentlich zu postulieren. Denn damit habe ich ja schon beim Umstieg auf die vegane Ernährung eine ganz gute Erfahrung gemacht, wie ihr wisst. Denn ich will das wirklich zu 100% durchziehen. Nicht den Weg des geringsten Widerstands gehen, sondern wirklich zu 100%. Ich will morgens in den Spiegel schauen und sagen, das was ich tue, das ist richtig und entspricht auch meiner Auffassung vom Leben, wider aller gesellschaftlichen Ansichten und auch Moralvorstellungen. Ich gehe auf meinem Weg und wenn ich davon abweichen muss, dann wirklich nur, wenn es um meine physische Existenz geht, sprich Hunger oder ein eigenes Dach über dem Kopf zu haben. Ich beende alle meine unmoralischen Tätigkeiten, die nur darauf ausgerichtet sind, Geld zu verdienen und ja, nicht auf die Tätigkeit selber. Es gilt hier für mich eine absolute 100% Regel. Das bedeutet ab 2016, dass ich ausschließlich von den Einnahmen aus den privaten Coachings, von der Lehrtätigkeit an Schulen und Volkshochschulen und von YouTube leben werde. Und lieber aufstockend Sozialhilfe beziehen werde, als eine unmoralische Arbeit wieder aufzunehmen. 100% ohne Kompromisse, pure Überzeugung. Lieber Armut als Unbewusstheit. Es hat Jahrzehnte gedauert in meinem Leben, um zu erkennen, was wirklich zählt. Und dieses Wissen wird jetzt in aller Konsequenz durchgezogen. Ich freue mich total auf diese Herausforderung und glaube sagen zu können, dass dies wohl bisher in meinem Leben die größte berufliche Herausforderung darstellt. Aber sie ist eben mehr als irgendwie versuchen Geld zu verdienen, sondern es ist die Herausforderung wieder den gesellschaftlichen Konventionen und Moralvorstellungen das zu tun, was richtig ist. Auszubrechen aus dem Käfig der Bequemlichkeit und der Unbewusstheit, in dem fast alle in der westlichen Welt gefangen sind. Und diese Bequemlichkeit täglich zu nähren, das geht da nicht raus. Falsche Ideale. Und die Gesellschaft tut oft diejenigen, die da ausbrechen, brandmarken und isolieren. Aber auch wenn ich gebrandmarkt werden sollte und wenn ich alleine die Fahne der Bewusstheit hochhalten muss, ich werde dies tun und ich werde dies mit Stolz tun. Zu 100%. Dieses System des Geldes und der Manipulierung der Massen, das werde ich nicht mehr unterstützen. Meine Ideale sind Freiheit, Bewusstheit und Nächstenliebe. Und ich habe noch verdammt viel Zeit in diesem Leben, andere Menschen zu inspirieren. Ich werde es nicht schaffen, alle Menschen zu erreichen, das ist logisch, aber ich werde es schaffen, die Welt zu verändern, indem ich Menschen verändere. Und der Schritt an die Schulen zu gehen und dort zu lehren, das ist ein weiterer wichtiger Baustein und das war jetzt so ein bisschen der Effekt, wo ich sage, ja, ganz oder gar nicht. Genauso wie sich das Leben mit einer veganen Ernährung richtig anfühlt, genauso fühlt es sich eben auch richtig an, diese moralische Befreiung zu vollenden, indem ich mich von den Ketten der gesellschaftlichen Konventionen auch im beruflichen Alltag komplett löse. Egal ob als Angestellter oder Selbstständiger. Ich bin mir sicher, dass viele Menschen, die dieses Video sehen, nicht verstehen werden in Gänze, in Tiefe, was das wirklich bedeutet für mich. Ich erkenne das häufiger mal an Kommentaren, die hin und wieder mal kommen. Da gibt es Menschen, deren Horizont einfach zu stark geprägt ist
Und die können einfach nicht aus dem Kasten herausdenken. Die sind nicht dumm oder so, sondern die können einfach nicht aus dem Kasten herausdenken. Die erkennen nicht, dass ich ein Mensch bin und können meine Worte nicht bewusst aufnehmen. Die sehen einen YouTuber, die sehen Klicks und Abonnentenzahlen und denken in vorgefertigten Mustern. Aber dieses Video ist für mich sehr wichtig, denn in Phasen des Zweifelns und des Zauderns, und ich denke, die werden auch kommen, dann werde ich mir dieses Video wieder und wieder anschauen. Christian, du ziehst das zu 100% durch. Stichtag 1.1.2016. Ab dann nur noch Geld verdienen durch eine Arbeit, welche zu 100% deinen Werten entspricht. 100%.